Moin mein YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen den Monologist auf Badlam und ich bin solo unterwegs. Ich habe den Schwierigkeitsgrad mal auf einfach zurückgestellt. Einfach, weil ich in diesem Run jetzt mal versuchen möchte, das Rätsel zu lösen. Und ich hatte gestern zwei Runden off-Record zusammen mit meiner Frau. Und also das war zu zweit auf einfach schon ziemlich happig. Und jetzt will ich es mal alleine probieren. Wir schauen mal, ob es klappt. Also es könnte vielleicht auch ein etwas längeres Video werden, einfach aus dem Grund, weil das doch ein bisschen umfangreicher ist. So, genau. Also wir haben wieder unsere Standardaufgaben, dass wir eine Puzzleteil finden, dann das in der Nähe der löse das Rätsel in der Nähe der Zelle und platziere das fehlende Teil und dann erreiche den Raum, in dem der Geist starb. So, und dafür müssen wir jetzt echt uns ein bisschen sputen. Was ich auch herausgefunden habe in meinem ersten Video, was ja jetzt gestern kam, habe ich ja den Bolzenschneider gefunden und den Raum geöffnet. Und das ist nicht so, dass man da irgendwie was vorlesen muss und dann Easter Egg passiert, sondern einfach, dass man den gefunden hat, gibt einem einen zusätzlichen Gegenstand. Da stand ja bei mir eine Kerze drin in dem Run. Ich hatte gestern das eine Mal noch ein drittes Kruzifix, im nächsten hatte ich eine Staffelei stehen und das sind Gegenstände, die man dann einfach geschenkt bekommt, random. Was mich gerade wundert, dass wir hier draußen Holz-Sound haben. Okay. Nehmen wir mal so mit. So. Betreten wir mal das Haus hier. Die gute Anstalt. Also in einem anderen Brief, den ich gestern gelesen habe, stand was von Krankenhaus. Ja. Weiß ich jetzt nicht. So, was haben wir hier? Ah. Hier schenkt man uns jetzt ein ESG-Gerät. Das Gift, von dem hier gesprochen wird, also das Geschenk, ist halt das Gerät, was hier steht. Bringt mir aber nichts, weil ich hab's eh mit, aber gut. Geschenken Gaul und so, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt versuchen wir erstmal schnell den Raum zu finden, halten nebenbei aber auch schon mal Ausschau nach dem fehlenden Puzzleteil. Das war nämlich gestern das, als ich in den Keller runtergekommen bin, dieses Rehbild. Und das wirklich, das kann ich aber erst aufnehmen, nachdem ich den Geist bestimmt habe. Habe ich ja nicht dran gedacht. Ist ja immer so mit den Nebenaufgaben. Man kann die erst beginnen, sobald der Geist bestimmt ist. Logischerweise. Ja, manchmal ist man so ein bisschen verballert. Ah, hier haben wir es. Genau. Wow. EMF4. Hier oben. Ja. Machen wir uns hier mal das Licht an. Temperatur, ja, geht 15 bis 10 Grad, passt. Aber, dann muss ich das ESG aus dem Zelt gar nicht holen. Hab einen kürzeren Weg. Und schnapp mir einfach das Ding hier. So. Und ihr könnt mir dann nachher zugucken, wie ich mir bei diesem Schiebepuzzle unten im Keller schön einen abbreche. Weil ich muss fairerweise sagen, das hat gestern immer meine Frau gemacht. In der Zeit habe ich den Geist bestimmt. So, machen wir mal ein bisschen Licht hier in der Bude. Ha? Ja, was sehe. Und das hier ist übrigens dann der Raum gegenüber der Kantine, von dem unten im Brief gesprochen wird. Und hier ist dann auch die Karte aufgezeichnet, die scheint immer gleich zu sein. Und je nachdem, welche Uhrzeit ich auf meiner Taschenuhr habe, muss ich mir dann halt im Weg überlegen darüber. Und ich bin dann gestern auch das erste Mal dabei gestorben. Weil ich einen Denkfehler hatte und dann man muss nämlich auch nochmal zurücklaufen, auf dem Rückweg dann auf die falsche Platte getreten bin. Und dann wird nicht lange gefackelt, da beginnt keine Jagd oder so, die man mit einem Kruzifix abwehren könnte. Nein, man verreckt einfach direkt. Bums, Feierabend. So. Okay. Elva Sanity runter. Passt. Nehmen wir mal das hier mit. Sprachbox und Ektoplasmaglas. In der Hoffnung, dass wir was finden. Ja, aber hier an den Sounds müssen wir noch arbeiten. Weil hier draußen, klar, hat man manchmal so ein bisschen... hat man manchmal so ein bisschen Schotter-Sound, aber Holz liegt da jetzt nicht. Hier drin passt es dann. Aber gut, ist ja auch noch frisch. Jetzt etwas über eine Woche alt, das Ding. Wollen wir mal nicht meckern.
Are you here? Where are you? Oh, freezing. Freezing, okay. Und Ektop, wir haben alles. Wahnsinn, also das ist super. Wir haben Geisterbox, wir haben Gefriertemperatur und wir haben Ektoplasma, ein Myling. Das ging jetzt wirklich mal schnell, super. Alles klar. Dann werde ich mir jetzt ein Kruzifix holen. Man das Puzzleteil, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo es war. Hier, das kann ich schon mal mitnehmen. Zack, erste Aufgabe gelöst. Ich hole mir jetzt einen Kruzifix, werde mich unten in den Keller stellen und entspannt das Rätsel lösen. Hoffe ich. Und soweit läuft es ja gut, muss ich sagen. Was ich auch gleich nochmal überprüfen möchte, ich muss mir gleich mal die Notizen drüben vom Schreibtisch meiner Frau holen. Ob das noch gleich ist. Das heißt, ob man sich wirklich vielleicht einmal die Denkaufgabe machen muss und dann im Prinzip nur noch auf die Uhr gucken muss, um rüberzulaufen. Wäre natürlich ein bisschen leicht. Aber vielleicht wird das auch noch irgendwann in Zukunft gewürfelt. Wir müssen mal schauen. Ansonsten, wir haben gestern auch die Map abgesucht nach einer Möglichkeit, die Cafeteria zu öffnen, weil die ja mit einem Seil zugebunden ist. Ich kann einmal kurz hinlaufen, um das all denen zu zeigen, die das Video von gestern vielleicht nicht gesehen haben. So, hier die Cafeteria ist mit einem Seil zugebunden und ich habe einen Bolzenschneider, mit dem ich das Schloss oben zerschneiden kann, aber ein Seil schaffe ich natürlich nicht. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Jetzt weiß ich nicht, was da vielleicht hinter sein kann. Was vielleicht noch relevant ist für irgendwelche späteren Sachen. Oh, da oben. Da oben ist der Doktor. Hallo, Herr Doktor. Nice. Ja, den habe ich gestern hier auch schon ein paar Mal gehabt. Der ist echt böse. Ja, Bethlehem ist eine Nervenheilanstalt mit Krankenhaus. Irgendwie so, hätte ich gesagt. Okay, hier haben wir einen Stromkasten. Das ist schon mal gut zu wissen. So. Wir wollen das Licht anmachen. Ein bisschen Sanity sparen, ne? Ich wächst ja nicht auf Bäumen. So, okay. Haben wir hier eigentlich auch einen Lichtschalter? Nein. Ach hier, das ist doch prädestiniert für einen mega krassen Jumpscare. Ich weiß ja nicht. Also, die ist nicht nur Deko, die Zelle. Oh Mann, so. Jetzt versuche ich mal mein Glück. Okay, jetzt muss ich irgendwie das hier noch hier hochbringen. Geil. Okay, das ging schneller als gedacht. Geil. Zack. Eingelegt. Schlüssel geholt. Einmal die Notiz angeguckt. Man muss die sich nicht hier vor Ort durchlesen, weil das ist auch neu. Man kann jetzt, wenn man die gelesen hat, mit Tab auf sein Tablet springen und hat die dann hier unter Notes. Und kann die dann ganz entspannt nochmal draußen nachlesen. Okay, wenn ich mir das so angucke, zwischen 1 und 3 Uhr ist es Muster A. Das ist das, was oben ausliegt. 3 und 5 ist Muster B. Genau, und gestern hatten wir es so, wir sind im Muster A hingelaufen und mussten im Muster B zurück, weil es auf einmal 3 Uhr war. Und ja, dann haben wir es verkackt. Aber, Moment, ich glaube, der Rest unten ist tatsächlich wie immer. Guck mal. Ich gehe jetzt erstmal raus, muss mir nämlich auch die Taschenuhr holen und werde mir einfach pro forma, glaube ich, nochmal Sanity Pill reinknüppeln.
Es tut mir leid, wenn jetzt hier vielleicht heute gar nicht so viele Jumpscares passieren, wie gedacht. Aber mir geht es jetzt einfach mal darum, dass ich hier das Rätsel löse, dass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was man hier überhaupt machen muss. Und deswegen auf einfach, damit ich auch die Zeit habe dafür. Ich glaube, das ist auf Mitte richtig anspruchsvoll, vor allen Dingen, wenn man alleine spielt. Hier hätte ich ja auch noch das mega Glück, dass mir der Geist quasi alle Hints mit einem Run oben in das Zimmer gegeben hat. Also das war ja unfassbar. So, einmal hin. Ah, gut, ich habe die Uhr nicht vergessen. Ansonsten wäre das Ganze jetzt für die Katz gewesen. So. So, wir haben jetzt nämlich gerade 1 Uhr. Und zwischen 1 und 3 ist Muster A. Besser geht's ja gar nicht, oder? 1 und 3 Muster A. Ja, perfekt. Oh, jetzt muss ich mich beeilen. Okay, Muster A liegt nämlich aus. Ich habe jetzt hier nämlich den Schlüssel für diese Tür. Von hier komme ich dann in den Geisterraum. Okay, ich muss hier. Okay. So, okay. Hier finden wir jetzt nämlich eine weitere Notiz von einem, der das schon mal geschafft hat, aber dann nicht daran gedacht hat, wie er zurückkommt. So. Jetzt haben wir es ja immer noch 2 Uhr, das heißt, ich kann den gleichen Weg wieder... Scheiße. Moment, ich muss mal kurz einen Cut machen. Okay, da bin ich wieder. So, jetzt mal kurz gucken. Okay, so. Das war schon mal mega. Das war schon mal mega, mega nice. Jetzt müssen wir nämlich hier in dem alten Teil, ich zeige euch einmal kurz die Notiz, die ich da vorne gerade aufgenommen habe. Pfeilmechanismus. Ach so. Okay, nee, schade. Das hat er sich jetzt nicht gespeichert. Das ist ja doof. Auf jeden Fall stand da, dass ich Sicherungen finden muss. Und die in die Sicherungskästen einsetzen. Das heißt, wir hatten, ich meine, unten im Keller war auf jeden Fall ein Sicherungskasten. Hier haben wir einen Sicherungskasten. Jetzt weiß ich nur nicht, wo diese Sicherungen liegen. Oder ob es einfach reicht, wenn ich hingehe. Nee. Leider nicht. Okay. Ah. Ja. Gut. Jetzt bin ich selber gerade überfragt. Ich hätte es mir doch nochmal schnell durchlesen sollen. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Okay, ja, das kommt davon, wenn man hier hurtig machen will. Dann verpasst man das. Was sagt denn die Uhrzeit? 3 und 4. Wir suchen jetzt erstmal hier die Sicherung. Ups. So. Ah, über mir, der Geisterraum. Da geht schon wieder die Party ab. Oh, hier haben wir das Brett. Gut zu wissen. So, also ich würde ja so eine Sicherung hier im Warehouse haben. Aber vielleicht auch nicht. Komm, wir gehen nochmal nach oben. Ja, ich hätte mir da nochmal durchlesen sollen. Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass ich gleich nochmal in den Raum rüber muss. So. Wir gucken aber trotzdem mal. Wir gucken nochmal hier durch die Map. Bisher sind wir wirklich sehr gut durchgekommen. Müssen wir einfach mal so festhalten. Hä? Oh. Ah, muss ich jetzt vielleicht in die Cafeteria mit dem Messer?
Das wäre es jetzt natürlich. Dass da die Sicherungen sind. Schauen wir mal. Weil das Messer konnte ich gestern nicht aufnehmen. Ich hatte nämlich auch... War schon der Meinung, ja, da musste hin. So. Kantine. Nee, okay. Dann war das einfach nur Gegenstand, den ich brauchte. Sehe ich den irgendwo? So. Zwischen, am liebsten würde ich zwischen 1 und 3. Und 8 Uhr, das muss der C8 und 10D. Okay, aber wir haben jetzt immerhin schon mal wieder was aufgenommen. Das heißt, vielleicht liegen die Sachen hier doch dann schön brav rum. Gucken wir mal in der Küche. Das ist doch der perfekte Ort für eine Sicherung, oder? Wir bauen aber hier ein nettes Messerchen. Beide Witzka. So. Mit dem kann ich natürlich nicht das Seil aufschneiden für die Cafeteria. Ach wo. Wie kann ich das nur denken? Tja. Okay. Von hier komme ich einfach nur in den Raum. Genau. Ich werde mal kurz draußen im Zelt brainstormen und ihr werdet einfach einen kleinen Cut sehen. So machen wir das. Ich laufe nochmal kurz zurück. So, außerdem muss ich die Katze rausschmeißen, die hier gerade kommt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Kurzer Sanity Check. Okay. Ja, jetzt haben wir es glücklicherweise gerade wieder 1 Uhr. Was genau mit dem passt, was wir vorhin gelaufen sind. Da haben wir jetzt bis 3 Uhr Zeit. Das heißt, wir können auch mal rüber und nochmal in Ruhe lesen. Und wenn nicht, im Notfall habe ich jetzt auch mal das andere aufgemalt, in der Hoffnung, dass es so bleibt. Schauen wir mal. Also. Das heißt, ich gehe da drauf. Ein Hoch. Okay. Drauf, hoch, rüber, zack, zack, hier. Geisterraum. So, okay. Wir nehmen uns das. Ich glaube, ich stecke hier fest. Ich kann nicht zurückgehen, weil diese verdammte Falle sich ständig ändert. Es sollte vorbei sein, als ich in diesen Raum gekommen bin, aber der Geist hat das gesamte System korrupt gemacht, um sich selbst zu schützen. Es scheint, als hätte der Geist die Sicherung entfernt und die Kabel durchtrennt, um den Strom abzuschalten. Deshalb hätte ich 2 Sicherungen und ein elektrisches Klebeband mitbringen sollen, bevor ich hierher gekommen bin. Verdammt, die waren im Krankenhaus. Ich habe sie gesehen. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bin oder wie viele Tage vergangen sind. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Wenn ich über die Todesfälle nachdenke, die zuvor passiert sind, waren die meisten davon mit einem Skalpell. Ich denke, dass das Objekt ist, an das der Geist gebunden ist, das Skalpell ist. Der Geist hat mich entdeckt, da bin ich mir sicher. Er spielt mit meinem Verstand, versucht mich zu schwächen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich spüre es. Ich werde auf diesem Papier aufschreiben, was ich während dieser Zeit gelöst habe. Wer auch immer hierher kommt, kann das Feinsystem lösen und zurückkehren. Wird somit keine Zeit verschwenden. Finde 2 Sicherungen im Krankenhaus und lege sie in die Sicherungskästen. Repariere dann die gebrochenen Kabel mit elektrischem Klebeband und lege das Skalpell auf den Stuhl. Das Skalpell haben wir schon. Zudem gibt es einen Hebel an der Wand, der das elektrische System aktiviert. Ziehe ihn. Ich hasse dich, Taylor, dafür, dass du uns in diesen Schlamassel gebracht hast, Allison. Okay. Gut, wir brauchen also noch 2 Sicherungen und Klebeband. Dann lege ich das Skalpell hier hin. Das habe ich schon. Ziehe den Hebel und röste ihn. Recht simpel, oder?
So, jetzt haben wir gleich 4 Uhr. Moment, was haben wir da? Zwischen 3 und 5 ist Muster B. Okay, wir sind genau bei 4 Uhr, Muster B. Da starte ich hier hinten. Gehe hier und hier. Und bin rüber. Und dabei bin ich gestern gestorben, weil ich einen Denkfehler hatte. Man kann das Ganze hier übrigens dann auch nochmal sich vorher überlegen. So, okay. Jetzt geht es darum, zwei Sicherungen zu finden. Die Frage ist, wie groß sind die? Sind das nur so kleine Knöpfe? Oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich habe auch schon mehr als zwei Sicherungskästen gesehen. Muss ich mir dann zwei aussuchen? Fragen über Fragen. Wir werden es sehen. So. Ich frage mich, wie man das auf Mittel oder gar auf Schwer, wo die Sanity ja eh so schnell droppt, schaffen soll. Dann hast du am besten noch ein Taille. Dann kannst du die Runde eigentlich gleich abbrechen. Da brauchst du gar nicht anfangen. Hier oben in dem einen Raum waren wir noch nicht. So. Ah, okay. Das war das Klebeband, hätte ich gesagt. So. Ah. Habe ich jetzt hier eine Sicherung genommen oder reingedreht? Aber ich glaube, ich brauche die zwei Sicherungen hinten im selben Block. Okay, gut. Dann muss ich vielleicht einfach nur noch einen anderen Stromkasten finden. Ich weiß ja, unten war einer. Gucken wir doch mal, ob ich da dann auch eine erscheinende Hand habe. Wenn ja, habe ich zwei Sicherungen und alles ist gut. Nein. Okay. Schade. Gut, das heißt, wir müssen irgendwo. Hier jetzt vermutlich nicht. Ich glaube, unten im Keller war noch ein Sicherungskasten. Den checken wir nochmal aus. Okay, wir haben zwei Sicherungen. Wir haben das Klebeband, das Skalpell. Das heißt, wir können es jetzt angehen. Jetzt kommt der Moment, wo wir den Geist austreiben. Ich glaube, wir haben nur gerade die Zeit, wo ich nicht rüber darf. Weil gerade alles voller Fallen ist. Okay. So. So, okay. Ah ne, zwischen 12 und 1 Uhr. Jetzt sind wir gerade 7 Uhr. Muster C. Theoretisch. Okay. Nice, hat geklappt. Sehr, sehr gut, okay. So, Sicherung. Wo darf ich kleben? Wo ist der Kabelbruch? Hallo, ich würde gerne das Kabel kleben. Oh nein. Wir gucken nochmal. Wird er hier stehen? Ba, 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 ba. Reparieren Sie dann die gebrochenen Kabel mit elektrischem Klebeband und legen das Skalpell auf den Stuhl. Legen Sie in die Sicherungskästen. Reparieren dann die gebrochenen Kabel mit elektrischem Klebeband. Alle Kabel im Krankenhaus oder nur hier? Das ist jetzt nicht so ganz klar.
Was passiert, wenn ich jetzt den Hebel umlege? Sterbe ich dann? Okay, noch nichts, weil... Ist ja noch nicht repariert. Oder habe ich jetzt die Sicherung wieder gekillt? Oh Mann. Ne, hier ist alles gut. Passt. Okay, der Luft, da sind zwei Sicherungen drin. Oh Mann. Okay, okay. Ja, das ist doch hier ein gebrochenes Kabel. Ah, da war's. Da war die Hand. Gibt's davon mehrere Stellen? Bei diesen kleinen Fizzle-Dingern? Alter, die musst du auch erstmal sehen. Ja, gibt es. Okay. Ja, das muss man wissen. So. Da haben wir noch was. Quatsch. Da geht's einfach ins Nirgendwo. Okay. Yo! Ciao, Doktor. Wie krass. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Cool. Ja, gab auch gleich ein Achievement. Ja, jetzt darf ich doch wohl hier, aber... Ab. Ja. Wie ihr gehört habt, so hört sich das an, wenn man auf die falsche Platte tritt und der Geist dann kommt und dich sofort tötet. Cool. Geschafft. Geil. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es trotzdem direkt im ersten Anlauf klappt. Sehr schön. Oh, wollte er gerade jagen? Anscheinend. Mal einen kurzen Sanity-Check, ob da irgendwas passiert ist. Zack. Ach ja. Ja. Ja, möglich, dass er gerade loslegen wollte. Aber wir haben alles abgeschlossen. Wir haben das Rätsel vom Bedlam gelöst. Cool. Freut mich, dass wir das jetzt in dem Video geschafft haben. So, einmal bestätigen, mal gucken, was das jetzt auf einfach gab. $5.775. Das geht. Das geht. Ist okay. Sehr schön. Stufe 66 bin ich jetzt. Und, wie ihr es oben sehen könnt, $60.708. Das heißt, wie versprochen, ziehen wir um ins Penthouse. Ah, Sweet Home. So. Da ist unsere neue Bude. Oh, hier haben wir einen Zettel. Ich kann deine Angst spüren, weil du eine solche Notiz in unserem Haus gefunden. Weil du eine solche Notiz in unserem Haus gefunden haben. Okay. Ich möchte dich nicht erschrecken. Ich wäre auch erschrocken, wenn ich eine zufällige Notiz in meinem Haus gefunden hätte. Es gibt nichts zu befürchten. Ich war der Besitzer dieses Hauses. Tatsächlich bin ich auch ein Geist, aber nicht die Art von Geist, die man jagt. Zumindest hoffe ich das. Tatsächlich bin ich sogar, während du diese Hinweise liest, direkt neben dir. Okay. Beruhige dich. Hab keine Angst. Ich möchte dir nicht schaden. Tatsächlich suche ich etwas Hilfe. Ich denke, dass du mir aufgrund deiner Arbeit helfen kannst. Viele Menschen wie du kamen und versuchten vorher in diesem Haus zu leben, aber sie konnten sich nicht an mich gewöhnen. Aber du bist anders wegen der Arbeit, die du tust. Ich denke nicht, dass du ein solches Problem haben wirst. Zumindest hoffe ich das. Ich kann mein Haus mit dir teilen, denke ich. Ich weiß nicht, ob du mir wirklich helfen kannst. Ich weiß wirklich nicht, ob ich dir vertrauen kann. Wir müssen das testen. Wenn du mich kennenlernen möchtest, wenn du mir helfen möchtest und an dich glaubst, dann fangen wir mit diesem Rätsel an. Wenn du jedoch dieses Rätsel nicht lösen kannst, hast du möglicherweise keine Chance bei den Rätseln, die dir in Zukunft begegnen werden. Es umfasst alles. Tiere, Menschen, Pflanzen, Universum. Es verrottet Fleisch, biegt Metall, zerquetscht Steine zu Staub. Ich weiß, du hast viele Fragen auf dem Herzen. Ich weiß, dass du viele Fragen auf dem Herzen hast. Wenn du antworten möchtest, musst du mir beweisen, dass du mir helfen kannst. Wenn du die Antwort gefunden hast, geh zur leeren Wand neben dem Spiegel im Badezimmer und sag es laut. Sei dir sicher, dass du mich besser kennenlernen wirst. S. Cool. Das wusste ich auch noch nicht.
Das ist doch mal hier ein netter Ausblick aus unserem Penthouse. So, hier hängen die Bildschirme. Das passt. Das würde mich ja... Okay, ist das einzige Zimmer hier auf dem Flur, von daher kein Problem. Ansonsten hätte mich diese Glastür schon ein bisschen nervös gemacht. So, was haben wir denn hier alles? Okay, das ist alles noch recht kahl. Müssen wir nach und nach also mit Leben füllen. Genau, hier ist das Badezimmer, denke ich mal. Das hier könnte... Okay, was auch immer das ist. Exit. Okay. I don't want to leave. Okay. Ja, musst du an. Ist in Ordnung. Okay, das ist... Wow, das ist meine Dusche. Halleluja. Warum? Was steht da? Sieht aus wie übergroße Zitronen in der Dusche. Okay. Ein BD, eine Toilette. Eine richtig nice Badewanne. Beistehend. Nicht schlecht, ja. Ist nicht mehr ganz so rustikal wie der Leuchtturm, aber gefällt mir. Okay, ja, das war MTV Cribs, oder nee, wie hieß das? Nee, das war was anderes. Genau, also das war meine Bude. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Ja, und dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder reinschauen, wenn wir eine Runde den Monologist spielen. Ob es dann wieder Bedlam wird, ich glaube eher nicht. Ich habe auch wieder Bock auf die anderen Maps natürlich. Ein voran, ja, Cyclone Street, da würde ich ja auch immer noch mal gerne mit dem Hammer durch die Wand brechen. Ja, und schaut gerne wieder rein. Ansonsten, Mittwoch geht Outlast weiter. Könnt jetzt, falls ihr es noch nicht gemacht habt, die 6 Videos schauen, die noch hier in der Playlist sind. Ich werde die gleich einfach mal in der Endcard einblenden. Also, wenn es euch gefallen hat, da gerne mit reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ciao.